Hallo ihr Lieben, ich habe einen kleinen Tipp für euch und zwar geht es um den Einsatz von Dips. Dafür habe ich euch verschiedene Dinge mitgebracht. Zum einen Pop-Up-Boilies und dann habe ich meine Dip-Tasche und da seht ihr schon direkt, die ist gar nicht so wahnsinnig groß. Ich habe eigentlich immer nur 5 Dips mit und hier sind noch ein paar Tigernüsse drin und die sind sehr unterschiedlich. Zum einen habe ich dabei einen fischigen Dip, in dem Fall jetzt Wubby Dubby. Dann habe ich auf meinen Angeltouren immer etwas Süßes dabei. Da wähle ich dann Yellow Zombie oder beispielsweise habe ich auch dabei Rastafari als süße Dips. Und dann habe ich dabei noch den Vampire Garlic als Knoblauch Dip. Bei den Dips ist mir eins ganz wichtig und zwar, dass die Dips auf einer Alkoholbasis aufgebaut sind. Warum, erkläre ich gleich. Es gibt grundsätzlich 3 unterschiedliche Basisstoffe für die Herstellung von Dips. Das ist einmal der Alkohol, dann ist es halt eine Zuckerlösung oder halt auch Öl. Ölhaltige Dips verwende ich generell nicht so gerne. Das hat einen ganz besonderen Grund. Öle lösen sich im Wasser eben nicht. Beim Alkohol ist es ganz anders. Alkohole lösen sich sofort in Flüssigkeiten. Das seht ihr beispielsweise daran, wenn ihr euch zu Hause einen Cocktail zubereiten würdet. Und genauso funktioniert es unter Wasser auch. Wenn ihr euch die Dips anguckt, da seht ihr, dass ich jetzt hier ganz viele Boilies schon drin liegen habe. Pop-Ups, das sind aber auch teilweise Sinker. Und meine Dips, die bereite ich schon eine ganze Zeit vor meiner eigentlichen Angelsaison vor. Und zwar mache ich das immer so, dass ich mir frische Dips kaufe, wenn meine Angelsaison endet. Und da kaufe ich mir auch eine ganze Portion Pop-Ups. Und dann lege ich meine Pop-Ups und auch meine Sinker in die Dips den ganzen Winter über ein. Und wenn meine Angelsaison im Frühjahr dann beginnt, dann habe ich halt einen richtig durchgesogten Pop-Up-Boily oder halt auch einen Sinker. Und der gibt unter Wasser wirklich dann Aromastoffe ab. Es macht eigentlich kaum Sinn, einen Köder aufs Haar zu ziehen, den Eimer einzutunken und dann damit zu angeln. Der Effekt, der verpufft sofort. Das Aroma löst sich im Wasser und ist eigentlich sofort verschwunden. Und wie gut das funktioniert, das kann ich euch einmal zeigen. Ich habe jetzt hier einen Dip, in dem Fall den Yellow Zombie. Und da habe ich jetzt halt auch verschiedene Köder drin liegen. Jetzt nehme ich einfach mal einen Boilie raus und schneide den auf. So, und man erkennt, wenn ich den aufschneide, dass die Farbe innerhalb des Boilies ganz anders ist. Also der hat halt außen, kann man schon mal sehr gut sehen, hat halt wirklich den Dip komplett aufgesogen. Und auch innen sieht man, dass der Dip wirklich bis in den Boilie rein diffundiert ist und zwar wirklich bis zum Kern. Das war mal ein neongelber Pop-Up. Und der hat sich so stark verfärbt, weil eben der Dip in den Boilie eingesaugt ist. Und wenn man drüber fühlt, merkt man auch, die Oberfläche ist komplett nass. Der Dip ist wirklich bis zum Kern durchgesaugt. Und das funktioniert eben nur mit Alkoholdips. Ein Dip auf einer Ölbasis, der zieht niemals so weit bis in den Kern von dem Boily ein. Und das Gleiche ist eben auch beim Dip, der auf einer Zuckerbasis aufgebaut ist. Und das hat auch einen Grund, warum das so ist. Das liegt einfach daran, dass Alkoholmoleküle viel, viel kleiner sind und somit viel besser in den Köder eindiffundieren können. Genau, das ist halt ganz wichtig beim Angeln mit Dips. Wenn ich einen Dip verwende, dann möchte ich ihn wirklich so im Köder eingesaugt haben, dass er halt auch dann über die ganze Nacht Aromastoffe freigibt. Nur dann macht es wirklich Sinn, auch einen Dip einzusetzen. Und so empfehle ich euch, dass ihr auch eure Köder vorbereitet.